Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Online, wo der Walle heute diesen Jet fliegen wird. Ich fliege den Jet? Weiß ich nicht. Ich will den selber. Du fliegst den. Ich? Ja, du bist am Steuer, du. Ich kann das gar nicht. Tobi, wieso steigst du nicht ein? Das ist doch lustig. Ich kann nicht einsteigen, ist voll. Hä, Alter, guck mal, wie viele Sitze da sind und da passen nur vier Leute rein. Alter, das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein Witz des Jahrtausends. Oh, so. Nein. Alter, was du da gerade machst, nicht so gut. Heidi auch noch gerade dabei, der muss jetzt aber auf seine Familie feiern. Ich wünsche euch viel Spaß mit den beiden Superhomies und ja. Ich will nur euer Geld einsammeln. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Alter, ganz viel Spaß. Tschüss, hau rein, ne? Ne, mach's gut. Und benennt euch. Ja, machen wir natürlich, kennst uns doch. Das sowieso nicht. Eh und der Zug ist abgefahren. Ja, weiter zurücksetzen ist nicht so gut. Nein, bye bye. Und Tobi rennt schneller. Die Frage ist, kann ich hier überhaupt abheben? Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage, oder? Boah, der Tobi wirft Haftbomben. Der Tobi, Schade. Der Schlingel, der wollte uns in die Luft jagen. Kaum ist Heideltraut weg. Ihr habt mich nie mitgenommen. Oh. Ja, Tobi, entschuldige bitte. Das tut mir so leid. Aber du hast gut gestartet, Gregor. Ich weiß auch nicht, was da los war. Das ist fast von alleine passiert. Lande doch nochmal hier unten. Ja, mach doch mal. So, nee. Cool. Lass den Tobi wieder aufgabeln. Ja, der Tobi haut mir ein paar Haftbomben ran, das kennst du doch. Aber das wäre doch auch lustig. Der Dennis ist weg und dann kommt der Tobi, weißt du? Nee, wir machen das jetzt so. Wir fliegen jetzt alle zusammen irgendwo in die City und der Tobi muss da alleine hinkommen. Ich ruf mir den Helikopter bei Lester. Ach so, schade. Ach, lustig. Mach doch mal gerade, vielleicht treffen wir uns in der Luft. Das sieht echt cool aus, auch im Flieger, also aus dem Fenster zu gucken und so. Was passiert, wenn ich eigentlich so mache? Wir fliegen nach oben. Du willst nicht etwa ein Looping bei der Höhe machen, oder? Das ist doch nicht dein Ernst. Wieso Looping? Alter. Ich bin weg. Wieso? Vertraust du mir nicht? Nee. Ich bin immer noch in der Luft und du bist weg. Echt, tatsächlich? Ja, na klar. Dafür habe ich jetzt einen Helikopter. Ja, das will ich sehen. Ja, kannst du gut sehen. Ich mache nochmal einen super... Ah, nee, ich nehme ja auch ein Flugzeug und dann fliegen wir gegeneinander. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee, aber einer kann nur gewinnen. Oh, hier ist gerade auch jemand. Currywurst ist mein Jetpilot. Aua. Echt, ist Currywurst auch abgesprungen? Bin ich jetzt allein im Jet? Currywurst kann fliegen. Nee, wir sind noch da. Ah, yeah, die Alchemisten halten zu mir wenigstens ein paar. Aber ihr wisst, dass ihr tot seid, wenn ich okay, lande, ne? Ich nehme mir einen Helikopter, Alter, und dann fliegst du gegen den. Ich bleib mit dem in der Luft stehen, okay? Okay. Komm mal hier hin. Das ist doch eine Challenge, wow, mal die nein, erste. Scheiße, abgeschmiert! Abgeschmiert! Nein. Fuck it! Fuck it! Ich wollte gerade eine scharfe Kurve fliegen, bin aber leider mit dem kleinen Steuerknüppel falsch. Mit deinem kleinen Steuerknüppel, ja. Wer hebt denn jetzt ab mit dem Flugzeug? Wer war denn das gerade? Es war Herr Currywurst und ich bin hier im Helikopter. Ach so. Die Currywurst. Ich glaube, der landet normal. Ich glaube, ich mache nochmal einen Mega-Stunt oder sowas dann. Schade, ich fände das voll geil. Wo ist er? Hätten wir das doch gemacht mit dem Crash in der Luft. Das wäre bestimmt cooler aus. Das machen wir jetzt vielleicht nochmal, weil Currywurst ist gerade gelandet. Aber kann man nicht kommunizieren gerade mit. Ja, das stimmt. Da müsstest du dich ans Steuer setzen. Da komme ich doch niemals bei dir an, weißt du doch. Ja, oder der Tobi oder wer auch immer. Tobi, wo bist du? Ich warte noch auf meinen Helikopter, ich bin noch am Industriegebiet hier hinten. Soll ich mal zu dir kommen? Nee, ich habe einen Helikopter gleich. Ah, okay. Also ich bin jetzt direkt über dem Jet. Ich fliege hier ganz weit oben. Ziemlich cool gemacht. Ich mag die Helis fliegen, macht echt Laune. Finde ich. Freier Fall. Ey, ich mag einen Freefall. Kann der Heli hier nicht landen? Was ist das denn? Jetzt steig doch ein, Mann. Bist du jetzt Alter. Im Flieger, Erik? Nein, ich wurde gerade umgesenzt vom Flieger. Der ist nicht eingestiegen gerade. Hallo? Der steigt nicht ein. Hä? Ist das nur ein Zweisitzer? Versuch du jetzt mal einzusteigen, Benny. Kannst du einsteigen? Ja, nee, geht nicht. Das ist doch kein Zweisitzer, wie blöd ist das denn? Ja, willst du mitfliegen oder soll ich fliegen oder wie? Nee, wir finden schon was. Wir gucken mal hier auf dem Flughafen. Na gut. Ja, den Benny versteht man. Jetzt geht Currywurst raus, nein! Benny. Ich will nicht ans Steuer, ich weigere mich. Ja, geh ans Steuer, doch, dann können wir den Luftcrash machen, komm, nee, los. Komm, ich lass den Curry, Alter, du schaffst das, du musst dir mal zutrauen. Ich crashe steig in diesen Flieger. Okay, ich bin drin. Das ist voll einfach. Echt, das ist überhaupt nicht schwer. So, ich weiß es doch, dass es nicht schwer ist, aber trotzdem will ich den nicht ja, nach zwei Minuten gegensetzen. Du siehst ja, wo ich bin. Ja, oder? Ja. Ne, hier oben der Helikopter.
Genau, okay. So, und den musst du jetzt treffen. Den musst du jetzt treffen. Ich spring kurz vorher raus. Wie geil. Ach ja, du Muschi, springst kurz vorher raus. Ja, warum soll ich denn sterben und nochmal wieder 500 irgendwas? Weil die Leute das sehen wollen, deswegen. Nee, ist doch viel cooler, wenn ich noch rausspringe und der Helikopter über mir explodiert. Wo fliegt der Curry hin? Ach, der Curry ist am Fliegen, oder was? Ach, Alter. Doch klar. Du Memme. So. Seid ihr am Flugplatz? Ja, dann fliege ich jetzt auch irgendwo rum einfach. Nee, der Curry fliegt hier gerade, ich glaube, zum Flughafen von Los Santos. Ach du Scheiße. Aber wir können ja nicht den Luftstand machen. Es sei denn, Tobi macht den mit mir. Ja, wenn ich was zu fliegen hätte, würde ich es machen. Hier gibt es leider keinen Flieger mehr unten am Flugi, an dem Kleinen hier. We take you up where you belong. Okay, dann mache ich vielleicht einen Waterjump. Ich habe ja gehört, dass es auch theoretisch manchmal passiert, wenn man ohne Fallschirm ins Wasser springt, dass man nicht stirbt. Ne? Das hat der Benny doch probiert. Ja, ich bin noch nicht gestorben. Wir waren noch von ganz oben den Jump, den wir gemacht haben. Damit ich ins Wasser rein, bin ich gestorben. Ich bin nicht probier das mal. Es muss nur tief genug sein. Und am besten irgendwo springen, wo der Hai ist. Boah, das ist auch eine geile Idee. Gibt's den hier online? Ich glaube, den gibt's hier gar nicht, ne? Weiß ich gar nicht, aber nee, ich glaube, Tiere gibt's hier. Ich glaube, hier bin ich nicht. Ziemlich gut drüber. Wer fliegt denn da gerade? Und ich springe. Kann ich noch höher? Ich glaube nicht, oder? Ich kann noch höher, krass. Alter, wie hoch ich schon wieder bin. Also ich hätte jetzt ein Flugzeug. Ah, ich glaube der Curry holt gerade die... soll ich dann warten? Ja, warte ich lieber. Ich glaube der Curry holt gerade die Titan. Aber ist ja ganz geil, ich bleib hier über dem See. Okay, Tobi, du siehst ja, wo ich bin, ne? Ja. Ich bin ziemlich hoch. Warte kurz, Tobi. Boah, was für ein geiler Blick. Warte kurz, Tobi, ich will auch sterben. Ah, das macht schon Spaß bei GTA Online, dass man sich auch einfach mit jeder Menge Mist befassen kann. Ja, das ist echt lustig einfach. Fast schon lustiger wie die Missionen irgendwie. Ja, absolut. Die werden halt immer sehr eintönig in einer Zeit, obwohl das gestern mit der Folge mit dem Killen auch eintönig war ein bisschen. Es tut mir auch leid für die, die jetzt hier meckern und ich verstehe das ja irgendwo auch, aber hey, wir haben halt zwischendurch einfach mal ein bisschen Spaß und wir nehmen das auch nicht so ernst. Also wir haben nichts gegen den Heideltraut oder andersrum. Das ist alles Spaß, ne? Das müssen wir natürlich auch nochmal hier ausdrücklich sagen, weil das viele wohl nicht so sehen. Und ganz ehrlich, es ist ja auch so, wir spielen halt so, wie es gerade Bock macht. Bist und wenn es halt so gerade Bock macht, dann... Wo bist du, Tobi? Bist du über den Wolken? Ja. Boah, okay. Ah, da oben ist ziemlich weit oben. Ich bin direkt über dem See hier am Schweben. Und dementsprechend, wenn ich rausspringe, kann ich sogar das mit dem See testen und die Explosion erfassen. Warte mal, ich habe Strömungsabriss. Ich glaube, ich komme gar nicht so hoch. Obwohl die Explosion geht vor. Soll ich mal runtergehen? Bisschen vielleicht. Geh mal was runter. Weil ich muss das Flugzeug doch da über die Wolken kommen. Das wird doch kein Problem sein. Ich sehe dich da unten. Du bist ja sehr tief noch, oder? Oder ist das ein Schatten? Nee, ich fliege jetzt nochmal ein Stückchen höher. Hast du das Fahrwerk eingebracht? Ja. Sehr gut, weil sonst kann man ja nicht so hoch fliegen, ne? Ah, jetzt bist du hoch genug, auf jeden Fall. So, ich komme. Das wird okay, was. Warte, ich bleib statisch im Wind, hoffentlich. Ja, Mann. Oh, oh. Ja, Mann. Oh, knapp verfehlt. Nochmal, Alter. Das war gut, das war schon super. Mach mal die Motorhaubenperspektive. Also. Ich bin auch immer noch über dem See. Oh, oh, was machst du? Ja, bist du zu tief jetzt gekommen. Ach, ich hab grad... hab mich gerade am Alchemisten orientiert. Bin noch ein Stück höher? Ja, muss ein Stück höher. Soll ich noch ein Stück höher gehen? Nee, bleib so. Ich bin gerade so an dem Wolkenring, so hier, wo die Wolken anfangen, weißt du? Du ringst mit den Wolken? Mhm. Über den Wolken. Da hinten muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, okay, Alter, alle Sorgen, ich mach Kinomodus an. Oh, oh geil! Geil! Oh, der Alter, Tobi ist weg. Der Tobi macht den Mega-Absturz. Alter. Play Massive hat Tobinato erledigt. Geil, du bist in den Heli gejumpt und der Heli steht noch eiskalt. Alter, wie der Flieger da abstürzt. Das muss ich mir reinziehen. Keine Explosion? Nannten mich auch Atta. Ah, das war geil gerade. Das sah echt Hammer aus, wie du mein Ding getroffen hast. Hast du ein paar Hochhäuser gefunden vorher?
Okay, dann kann ich jetzt theoretisch echt noch den Mega-Jump machen, ne? Wenn ich eh hier gerade stehe. Schade, dass nicht wir beide explodiert sind. Das wäre irgendwie cooler gewesen, ne? Lebt der Heli noch? Ja, mein Heli schwebt noch. Was? Komplett. Ja, ich bin noch voll am Start. Und jetzt gehe ich so hoch wie möglich mit dem Heli, soweit er es noch schafft, und springe hier einfach raus ins Wasser. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich das auch überlebe. Dann hat auf jeden Fall der Charakter Saraza 7 Leben. Mindestens. Boah, wie weit ich jetzt wieder über den Wolken bin. Hammer. So, und jetzt ab die Post. Wuhu! Alter, wie weit man hier fliegt. Geil, ne? Das ist richtig unglaublich, geil. Unglaublich. Hat mir auch mit am meisten Spaß gemacht. Oh, wie der Heli noch neben mir vorbeifliegt. Das ist der Hammer. Heli! Der jumpt da gerade runter. Bock auf Heli! Der ballert voll ins Wasser auch. Bist noch über dem Heli, ne? Ich such dich. Ja, ich bin auch über dem Heli. Und er ist ab ins Wasser versunken. Schade eigentlich. Und ich fliege immer noch, Alter. Wie heftig. So, und ich lass mich jetzt hier reinplatschen. Ich lass es. Ich lass mich hier reinplatschen. Körper vielleicht. Tot. Ich warte auf die Todesmeldung. Echt? Ja. Tot? Wirklich? Ja, das klappt nur manchmal. Ich sehe gar keine Todesmeldung. Du bist tot, stand hier bei mir. Einfach ganz ausdrücklich. Ich meine, da gibt's nichts dran zu meckern oder zu kriegeln. Wenn man tot ist, ist man tot. Boah, wir hatten da schon wieder einen Titan. Krass. Ja, ich sag doch, wir haben den Titan. Der Currywurst hat einen Titan geholt. Ich hole mir ein Moped jetzt hier. Richtige Special-Folge. Wie heftig das einfach ist, wenn man an nichts Böses denkt, dann kommt da so ein riesiger. Die gute alte Sanchez. Juhu! Wer schießt mich denn hier ab gerade? Bestimmt der Besitzer vom Sanchez. Ah, das kann gut sein. Ziemlich unfreundlich, ja, du! Der will doch hier nicht landen. Hier sind überall Strommasten. Das wird doch nichts. Das kann nicht funktionieren. So, haben wir noch eine Challenge, Boah. Die wir machen können? Das finde ich voll lustig. Ich weiß es nicht. Boah, hier kann man Wheelie. Überhaupt nicht mit landen. Mit Wheelie über die Autobahn. Oh. Hört sich nach Erfolg an. Ja, war super. Wir haben den Titan übrigens gelandet gerade, wenn ihr einsteigen wollt. Ja, ich brauche noch ein bisschen, bis ich da bin. Ich bin gerade umgestürzt worden, leider. Also, kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay, dann, ich hoffe, wir warten hier. Ich bin mir nicht sicher, der Currywurst hört uns ja leider nicht. Er setzt aber gerade nochmal zurück. Juhu! Ich bin unterwegs, ihr Süßen. Oder Super. Auch nicht. Ah, ich sehe schon, da kommt er ja schon. Tobi, bist du das? Ja, das bin ich. Da. Tobi. Ah, okay. Warte mal, ich muss jetzt kurz euch eine Karte markieren. Du fliegst ja selber schon. Die Palme war zu hart. Also, du musst die runterwedeln, dann wird sie weicher. Pimmelwitze. So, da ist der Tobi. Ich hab den Couch gesehen, der rockt auch. Ich weiß nicht, warum ich in Flugzeuge einsteigen kann. Was ist das? Hä? Wir sitzen ja schon zu zweit hier drin, das geht dann nicht. Bei der Titan. Hä? Verstehe ich nicht. Zweisitzer. Verstehe ich nicht. Hä? Oh. Probier du mal, du da reinkommst. Ey, mein Motorrad. Der Schweinepiece hat mich auf die Motorhaube überfährt. Ich steig mal gerade aus. Motorrad. Boah, Munition übrigens. Dringend. Das so, jetzt kommt ja einer. Das war mein Helm alle da rein? Auf dem Boden. Also ich komme rein schöner jetzt. Helm. Ich komme zu euch, ich bin gleich da. Bin direkt um die Ecke quasi. Und gleich in der Himmel drin. Kleinen Crash gebaut. Oh! Bist du gerade da hinten geflogen? Ich bin gerade in so einem Zaun und hab mich da voll drin verheddert. Ey, ich baue Munition. Wenn der Heideltraut nächsten Folgen wieder mitspielt, ich hätte letzte Folge keine Munition mehr für die MP. Damit kannst du niemanden ausschalten. Boah, ey, habt ihr was dagegen, wenn ich mir da vorne noch meinen Helikopter hole? Oder mit dem Benny hier in den Kunstflieger steige? Nee, Benny, darf ich mitfliegen? Ja, klar. Ich finde den Titan immer so lame irgendwie, ganz ehrlich. Was? Ich mache noch einen Absprung aus Bennys Flugzeug oder so für die Folge. Da haben wir wenigstens mal ein bisschen was gezeigt. Kann man sich aber auch nicht hinsetzen, das ist doch scheiße. Nee, irgendwie nicht. Wollen wir einfach hier stehen bleiben und gucken, was passiert? Komm, wir probieren einfach mal. Warte, wir fliegen. Bleibt da stehen. Ich habe eine Challenge. Bleibt da stehen auf dem Platz und wir probieren euch mit dem Kunstflieger wegzurasieren. Boah, Alter, Tobi hat voll das blaue Auge. Du armes Mädchen. Ja. Fahr mal unter dem Titan lang, Alter. Passt mal doch durch, oder? Müsste klappen. Juhu. So, ich gehe schon mal in Surf-Position. Everybody goes surfing. Ich mach meinen Fallschirm aus. Everybody goes carpool. So. Alter! Nein! Aua, 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 aua! Das klappt nicht so gut. Das klappt nicht so gut. Wir haben voll die Purzelbäume da rausgemacht. Scheiße. Und wir hängen fest. Zurücksetzen, Benny. Halt, warte, Tobi!
Wir holen uns eine Karre. Wir holen uns eine Karre. Warte. Ich hab eins, ich hab eins. Ich glaube, der Flieger ist für den Arsch. Der hängt fest. Okay, warte, 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 warte. Halt! Lass mich mit rein. Ja. Okay. Nee, komm, ich töte ihn lieber nicht. Ich wollte dich gerade fast umbringen, Gronkh. Warte, dann warte, geh, auf die, geh auf die Bremse. Geh auf die Bremse dann, ne? Ja. So. Hat ja so, super funktioniert. Hä? Was denn? Bei mir war der einfach, ist das Ding wieder zugegangen, weil der einfach glaub, voll blöd dagegen gefahren sei. Wir rutschen trotzdem raus? Du bist auf der Bremse, ne? Ja, ja. Mach mal Handbremse auch gleichzeitig. Hab ich auch. Alter, ne? Völlig verschiedene Perspektive. Genau. Ihr hättet ja gar nicht bei mir in den Flieger reinkommen können. Oh! Warte, nicht schießen, bitte. Nee, ich habe den Reifen weggeballert, aber der fährt immer noch. Sieht total bescheuert aus. Diese scheiß Tür muss nur zugehen hinten. Hä? Das ist nur so ein halber Reifen. Wie sieht das denn bitte aus, Alter? Ja, das ist ein bisschen verbuggt. Was rumpelt denn da so in diesem Fahrzeug? Benny, kriegst du nicht mehr. Ah, da hast du den Hexen. Stopp, Benny! Benny! Wie geil. Oh, ihr seid, glaube ich, explodiert. Oder hinten ist hinter okay. Bleib auf der Bremse, bleib auf der Bremse, bleib auf der Bremse. Komm mit dir, Benny. Oh, yeah. Los geht's. Oh, fuck it. Tobi? Ja? Wir werden sterben. Warum? Also bei mir sind wir im Flugzeug drin und die Klappe hinten ist zu. Bei mir ist die Klappe immer noch offen und ich sehe gerade... Oh, jetzt die Klappe. Und bei mir ist die Klappe zugegangen und ihr seid durch diese offene, zu Klappe gefahren. Das war super. Auch geil. Alter, voll die Schräglage ja gerade. Aber wie geil, dass wir jetzt mit der Karre hier mitfliegen einfach. Benny, lass uns die hitten. Ja, ich versuch's. Oh nein. Alter, fahr nach vorne. Alter, was ist das denn für eine Perspektive? Hilfe. Die Kamera dreht voll am Rad. Was macht denn der? Ich glaube, der Curry fliegt gerade quer. Ich glaube auch. Alter, Hilfe. Geil. Hilfe. Der Weltraumsimulator, Alter. Geil. Ja. Geile Nummer einfach nur. Sehr gut getroffen, Benny. Boah, ihr Säcke. Hammer. Womit seid ihr da reingeflogen? Mit einem normalen Flugzeug? Ja, einfach nur normal. Und die Titan, was? Das Militärding explodiert und euer Ding nicht, oder was? Doch, wir sind auch abgestürzt. Ach so, alles. Okay, habe ich nicht mitgekriegt. Ja, ach, sonst geil, wäre das immer, aber es wäre auch trotzdem alles andere, wäre auch lächerlich. Wenn die Titan nicht explodiert, wäre unser Jet auch nicht. Obwohl das mit dem Helikopter ja so war, ne? Muss man ja mal sagen. Das war voll kurios. Das stimmt. Mit dem Heli. Ja. Warum steht da ein Flugzeug? Was ist das hier? Alter, aber vor allem was eins? Also, es ist unser Flieger, oder was? Ja, ja, und ein abgerissener Flügel. Geil. Aber hinten sieht er noch der super aus. Noch. Ja, der geht noch. Was macht ihr denn da hinten? Klaut euch wieder Sachen. Jetzt reicht's aber, der wollte mich gerade umbringen. Der Currywurst hat uns gerade eine Mission vorgeschlagen. Ja, machen wir in der nächsten Episode, würde ich sagen, ne? Die extrem schwer ist auch. Hey, cool, Alter. Fahr mal ein bisschen. Ich wusste gar nicht, dass wir ja auch zu zweit fahren können. Cool. Wusstest du das? Nö, eigentlich gar nicht. Ich wollte. Ja, also echt. Guck mal, Wheelie, Alter. Wheelie. Guck mal, jetzt machen die Wheelies-Challenge. Die Wheelie-Challenge. Yeah. Ja, der Wheelie hält aber nicht lange vor irgendwie, ne? Ja, ich muss gerade bleiben. Aber es liegt an deinem Gewicht. Ne, ich zieh den ja nach hinten, Alter. Ja, also ich krieg den nicht zum Wheelie. Ich erde den hier hinten. Ich krieg den nicht richtig zum Wheelie. Warte, ich muss mehr Gas geben, glaub ich. Jetzt sind wir wheelen. Oh! Alter! Ja, das war ein super Schuss. Oh, ich bin tot. Der ist abgebogen auf einmal, ohne zu blinken. Das machen die aber immer so. Sollte man nicht machen im Fahrstraßenverkehr. Ja gut, Freunde, das ist Alter! Unser... Tobi? Oh. Nee, das war der Alchemist. Benny? Nein, was? Du bist doch gerade schon mit dem Flugzeug in uns reingeflogen. Hilfe, das war die Bullen. Das mit dem Flugzeug war eine super coole Aktion, einfach nur. Das war ja, na klar. Aber ich such doch gerade nur Vorwände. Ach so, um den zu töten, oder was? Ne, ich halte mich jetzt da raus, weil die werden gerade erschossen, alle. Und kann dir nur Vorwerk anbieten. Ja, hier los, Alter. Juhu. Juhu. Hallo, Gregor. Bin an der Godzilla. Also die Folge hat richtig Spaß gemacht, fand ich. Das war ja, weil die Heidentraut Folge nicht dabei war. Ja, ah, ja, weil ja, auch mal diese Challenges gemacht haben. Ach, der arme Dennis. Nein, war dann der Spaß. Wir mögen den doch. Ja, klar. Eigentlich nicht. Okay. Wir wünschen euch noch einen super Tag, machen hier einen kleinen Feierabend, weil 20 Minuten sind wieder rum und ja, wir sehen uns wieder. Wie schnell das immer geht, Freunde, Wahnsinn. Wie schnell das immer geht. In der nächsten Episode, bis dann! Tschüss! Come on now!
Na, das war doch ganz witzig heute. Ein paar Challenges absolviert. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Wie so Mega-Absprünge, Mega-Stunts oder was auch immer. Das wäre echt cool. Ja. Ja. Ne, oder? Ja, was ja. Ich fand's interessant, mit dem Wagen im Jet zu sein. Das war ganz lustig, aber leider sieht man da gar nichts. Ich hätte es schöner gefunden, hätte man rausfahren können, aber egal, vielleicht nächstes Mal. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht kriegen wir das nächste Mal hin, genau. Ja, mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Tschüss!